Moin Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Vita Plays Minecraft. Minecraft. Das letzte Mal haben wir uns diesen epischen Schlafplatz hier ausgesucht und wollten ein Haus bauen. Hatten dafür leider nicht genügend Holz. Und ich ging los, um Holz zu sammeln. Das hat insgesamt seit der letzten Aufnahme, das könnt ihr nicht wissen, eine Woche gedauert. Länger als eine Woche. Eine Woche und zwei Tage ist die letzte Aufnahme her. So lange bin ich durch die Wälder gestriffen. Habe für euch mein Leben riskiert. Eigentlich mit euch ein Haus zu bauen, aber ich... Schaff! Don't give a fuck of them! Aber ich konnte... Ich wollte euch zumindest... Ich kann es nicht! Es hat einen Grund, warum wir nur in Richtung der Wüste gucken. Denn wenn wir uns jetzt umdrehen, erblicken wir es. Unser Haus! Das ist es! Das ist es. Ich habe den Grundriss schon ohne euch fertiggestellt. Und ich bin echt lange für den Quatsch durch die Gegend gelaufen. Hier ist ein Brunnen, haben wir hier im Garten. Also hier ist unser kleiner Vorgarten. Brunnen, Blumen, Rosen, eine Hecke. Und hier können wir dann reingehen. Zurzeit ist es hier drin allerdings noch saudunkel und ziemlich geräumig. Weil die Inneneinrichtung, die machen wir natürlich alles. Das machen wir alles zusammen. Hier führt eine Treppe nach oben. Und hier ist dann, das habe ich schon mal... Oh, ich hatte noch von dem Zeug, nachdem ich den Brunnen gebastelt habe, ein bisschen was übrig. Und musste dann einfach hier unsere Küche einrichten. Hier übrigens auch ein bisschen Raw Beef und Pork Chops, die ich unterwegs gesammelt habe. Und hier unser Schlafgemach. Ein Bild habe ich, weil ich in irgendeiner Chest irgendwo Papier und so gefunden habe. Und ja, das war's dann auch im Endeffekt schon, was wir bis jetzt haben. Dann haben wir noch diese Chest. This motherfucking Chest. Da haben wir unsere ganzen Steinsachen, die Wooden Pickaxe, die Torches, ein paar Seeds, noch ein bisschen Glas und, also die Reste, sag ich mal, die dann wirklich übrig geblieben sind. Und, wenn wir Kohle haben. Und dann einmal so. Und einmal so. So, als erstes werden wir gleich die Schwierigkeitseinstellungen ändern und deswegen werden wir mal so ganz noobmäßig im Haus überall Licht verteilen. Damit hier nichts spawnt. Gerade unten, sonst haben wir unten nämlich ein ziemliches Problem. Über uns hier ist noch so eine Art, also hier über ist einmal dieses Pyramidendings, was wir von vorne gesehen haben. Okay, das sehen wir jetzt von hier nicht. Gucken wir uns gleich von draußen nochmal an. Hier über, da ist ein Hohlraum. Da werden wir später dann eventuell einen Dachboden einlegen mit ein paar Chests. Und hier über meinem Schlafgemach ist noch so eine, dieser riesige Raum, sag ich mal, mit Glas und so. Und da werden wir dann wahrscheinlich später. Das hier kann ja weiter köcheln, das ist ja nicht so schlimm. Werden wir dann später. Moment, habe ich noch ein bisschen Cobblestone? Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Oder ein paar Wooden Planks, sonst muss ich ein bisschen Holz da wegnehmen. Ja, ich muss ein bisschen Holz wegnehmen, Lauf doch, du Idiot! Dip, 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 dip. Holz.
Zack, zack, zack. Und give a shit of that. Thanks. So. Dann wollte ich die Seeds, die lasse ich nochmal hier. Das Essen nehmen wir mit. Ne, die Seeds nehmen wir auch mit. Und die Cobblestones sowieso. Und ein bisschen Erde. Ein Stack wird reichen, denke ich. Und dann machen wir uns, sobald es Tag wird, auf den Weg. So, dann... Nee, erstmal müssen wir unten noch Licht machen, sonst haben wir unten nämlich die ganzen Viecher an der Backe. Na, wer kennt das noch? Das gute alte Intro der allerersten Digimon-Staffel. Leben. Okay, ich will jetzt nicht mitsingen. So, hier machen wir jetzt ein bisschen Licht, dass hier nichts Nerviges spawnt. Dann will ich erstmal ein Crafting Table für unterwegs. Ach ja, und dann stellen wir die Difficult wieder auf normal. So, die Schafe würde ich am liebsten später alle mal in so einer kleinen Farm einbasteln. Aber erstmal machen wir uns jetzt auf die Suche was wollte ich gerade sagen? Richtig. Ach, jetzt, ach so, so ist das. Wir haben jetzt, mal stopp, wir brauchen noch ein Schwert. Wir haben jetzt gerade, ein Schwert, keine Schaufel, Vita. Wir haben jetzt gerade die Liste der endlosen Digimon-Openings. Hopp. So, erstmal machen wir uns, jetzt zeige ich euch nämlich auch was Cooles an dieser Welt. Wo war denn das jetzt hier im Wasser? Das habe ich durch Zufall letztens entdeckt. Das ist auf jeden Fall verdammt awesome. Und zwar das hier. Ich meine, ganz ehrlich, einen geileren Fahrstuhl nach unten in die Dungeons gibt es nicht. Also in die Caves. Und wir werden jetzt einfach mal hier so runtergehen. Und Eisen suchen, weil... Da ist schon Eisen. Dann schwimmen wir da mal eben rüber. Ich sagte, wir schwimmen darüber. Uff. Aber nicht jetzt hier angreifen, ne? Weil wir brauchen so ein bisschen bessere Waffen und Sachen. Und ja, da will ich einfach mal ein bisschen was sammeln und. Also als nächstes werden wir unser Haus noch ein bisschen ausbauen. Aber also als allererstes möchte ich hauptsächlich Iron haben, um eine Rüstung zusammen zu klimpern. Und das ist Gold. Hier macht ein Zombie. Okay, ich glaube, wir gehen einfach noch weiter runter. Ich glaube, da haben wir mehr Erfolg. Wusste ich nicht, worum es geht. Tut mir leid, das ist mein Lieblingsintro. Also Opening. Ich hab nachgedacht und jetzt lerne ich Schritt für Schritt. Ich weiß jetzt, was wirklich wichtig ist. Was mir passiert. So. Und zwar, au! Das ist Gold, das will ich nicht haben. User left your channel. Ja, wir sind nebenbei noch im Clarity TS.
Dammit. Umgucken. Ja, und ich will halt hauptsächlich eine Rüstung haben und auch irgendwo ein besseres Schwert. Und einen Gravel bauen wir auch mal ab. Nun begegnen fünf Menschen dieser Legende. Auch wenn ich gar kein Gravel haben will, sondern Flints. Flints will er haben. Flints wollen wir haben. Flints. Give me some fucking Flints. Naja, immerhin 6 Stück. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, 9 Irons haben wir schon. Also für eine komplette Rüstung brauchen wir und so brauchen wir ja schon ein Stack-Gut. Wenn wir wirklich alles so weit haben wollen, wie ich mir das vorstelle. Hier ist noch was. Es ist hier leider gar nicht so einfach zu navigieren. Oh, 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 ha. Creeper! Na, nicht ertrinken, mein Schatz. Also, ich bin ehrlich, wenn die hier nicht schweben würden, ne, mit dem Wasser. Oh, goddammit. Dann hätte ich nicht ganz so viel Schiss. Aua! Mann, bist du behindert? Aber da hinten ist so eine schöne Lade voller... Wo ist jetzt der Creeper? Ach, da hinten. So, komm her, Spidey. Spidey, komm. Oh, fliegende Spider, fliegende Spinne. Und... She's coming. Komm her. Komm da runter. Oh, du machst mich nervös. Ah. Steht da oben Creeper? Oh, fuck it. Das Problem ist, dass wir im Wasser sau langsam sind. Und deswegen auch irgendwie nicht so viele Chancen gegen so eine Mistviecher haben. Aber da hinten war irgendwo ganz viel Iron. Und das will ich einfach haben. Wo ist das Vieh? Hau ab, ey. Wenn du mein Eisen kaputt machst, dann hau ich dich. Critical! Nee, doch nicht. So, schnell das Eisen abklöppeln hier. Bevor hier noch mehr von diesen Viechern auftauchen und Boom machen und auf einmal sind wir tot. Oder noch schlimmer, mein Eisen ist weg. So, dann wagen wir uns hier nochmal ein bisschen rein. Ich meine, das ist schon cool hier. Das einzige Problem ist, dass hier jederzeit irgendwas von oben runterfliegen kann. Ey, ganz ehrlich, ich habe zurzeit mein ICQ habe ich neu gemacht, weil das irgendwie nicht mehr funktioniert hat, so wie ich das wollte. Und dann habe ich das komplett neu downgeloadet. Und jetzt zeigt es mir wieder an, wenn einer on- und offline geht. Und das, ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als wenn es das tut. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Torches wollte ich machen. Hab gerade überlegt, Vita, was wolltest du eigentlich machen? Aber klar, ich wollte ein neues Stack Torches machen. Zack. So. Dann nehmen wir am besten hier die Kohle auch mit Candles, wenn ICQ einfach so ein bisschen abkackt. Ist toll. Wisst ihr, ich will, ich hab einen Zombie gehört. Oh, da wäre ich fast an ein bisschen Eisen vorbeigelaufen.
wenn man einen Kontakt in ICQ öffnen will, und dann steht da, ICQ musste aufgrund eines Problems beendet werden. That feeling ist wirklich total geil. Vor allem, wenn einem das 3 Wochen hintereinander passiert. Und da oben steht der Zombie, der mich nervt. Nur wir brauchen einfach erstmal ein bisschen Eisen, damit wir vorankommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil sonst sind wir am Arsch. Du, du, du.